Guten Morgen zusammen. Bei uns ist es jetzt ungefähr kurz nach 9:30. Wir haben schon gefrühstückt, fahren jetzt gleich weiter Richtung Banff. Ja, die erste Nacht war geht so. Also wirklich bequem ist das Ding hier nicht. Ich will mein Bett zurück. Wir sind so um 6:30 ungefähr in der Früh geweckt worden, weil hier plötzlich der Generator oder die Heizung angesprungen ist. Ja, ziemlich laut. Beziehungsweise Flo hat wieder nichts mitgekriegt. Der hat nur mitgekriegt, dass ich gesagt habe, da ist irgendwas. War noch so halb dunkel draußen. Dann fängst du natürlich an, Licht, Taschenlampe, keine Ahnung. Dann haben wir gemerkt, dass die Batterie schon fast alle ist. Also Kühlschrank funktioniert, Heizung über Nacht wird eng. Dann haben wir festgestellt, die Heizung ist automatisch angesprungen, weil die Außentemperatur unter 10 Grad gefallen ist. Ja, also müde bin ich noch, könnte eigentlich noch ein bisschen schlafen, aber ich denke, wir fahren jetzt dann langsam los. Also um uns herum sind die Leute alle schon weg. Weiß nicht, vielleicht sind die alle auf der Flucht, keine Ahnung. Ja, Flo ist gerade noch mal schnell an den Waschraum gegangen, Müll wegbringen. Ja, und wenn der wieder da ist, dann fahren wir los.
So, wir sind jetzt in Banff angekommen. Ich fange jetzt an zu filmen. Ich werde gerade wieder entgeistert angeguckt. Ich dachte eben, nimmst dir die Kamera aus der Hand und brabbelst mal im Auftrag von Mausele, aber dann. So, ich habe wieder das Wort. Also, wir sind jetzt endlich in Banff. Wir sind auf dem Weg nach Banff an zwei Seen vorbeigekommen. Da habt ihr auch die Bilder jetzt schon davon gesehen. Ja, ich schneide das so rein. Gut. Ja, wir waren auch schon das erste Mal an einer Tankstelle gewesen, haben Zahnbürsten für $4 das Stück gekauft. Ja, wir haben jetzt einen Campingplatz mit Full Hookup, das heißt Strom und Wasser. Das ist sehr schön. Dann haben wir festgestellt, gut, wir wollten dann den Laptop aufladen, weil wir haben ja Strom. Haben festgestellt, der Adapterstecker passt zwar, ist aber zu groß für diese kleine Ecke, wo die Steckdose ist. Das heißt, wir laden jetzt den Laptop auf der Toilette auf. So, das war der Witz vom Tag. Morgen werden wir uns wahrscheinlich den Lake Banff angucken und die Banff Gondola. Ja, was haben wir heute sonst noch gemacht? Wir waren in der Stadt, waren ordentlich shoppen. Body Shop ist was Tolles, besonders in Kanada. Und ich habe alles verstanden und ich glaube, ich habe mich auch gar nicht so doof angestellt. ja. Wie ihr seht, gibt es zum Abendessen heute Nudeln. Und zwar ganz besondere Nudeln. Der Herr hat nur leider die Dose dazu wieder weggeschmissen. Das sind Hello Kitty-Nudeln. Ich konnte im Laden einfach nicht dran vorbeigehen. Ja, jetzt sehe ich den Stab vom. Ja, genau. Eine blutüberschmierte Hello Kitty. So, damit es jetzt nicht kalt wird, fangen wir jetzt an zu essen. Und ja, morgen gibt es dann mehr Fotos aus Banff. Ciao!